Rückblick und Ausblick, Jocki, die Erste. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Zuerst eine kleine Erklärung, warum es in letzter Zeit weniger Videos gegeben hat. Ich war ja relativ lange ruhig jetzt hier auf dem Kanal. Ich glaube, so 4 Wochen oder so habe ich jetzt kein Video mehr hochgeladen. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen hat sich bei mir auf der Arbeit eine Menge getan. Die Sachen, die mich jetzt momentan sogar noch beschäftigen, also auch wichtige Sachen, da geht es wirklich teilweise um Existenzen, aber das gehört jetzt hier auch nicht hin. Nur da muss man sich natürlich drum kümmern. Das zweite war, dass die Location, wo ich meine, ja, Location hört sich auch immer so professionell an, der Ort, wo ich meine Videos aufnehme, war ja bei mir zu Hause im Wohnzimmer oder aber in der freien Natur an irgendeinem Baum. Das war immer so ein Kompromiss aus vielen Sachen. Also ich musste immer genau abpassen, wann ist jemand oder wann bin ich alleine zu Hause. Weil ich finde es ganz gruselig, wenn selbst wenn es Familienmitglieder sind, die dann da durchs Zimmer huschen, das bringt dann immer raus. Also von einem flüssigen Reden oder einen Gedanken, den man gefasst hat, dann zu Ende zu führen, das ist dann nicht immer ganz so einfach, wenn man das Gefühl hat, man wird beobachtet. Oder man wird einfach gestört. Für den Anfang war es okay. Aber da musste eine Lösung her auf jeden Fall. Und dann habe ich mich ja relativ oft jetzt im Sommer nach draußen verzogen, habe da mir eine ruhige Stelle gesucht, wobei ruhige Stelle, habt ihr in den anderen Videos gesehen, ist auch relativ. Weil auch da sind Leute, die ja, spazieren gehen, Fahrrad fahren, was auch immer. Und dann da durchs Bild laufen. Und ja, dann hatte ich das Gleiche, was ich zu Hause hatte, jetzt auf einmal auch wieder in der freien Natur. Also war das auch immer nur so, ja, dass man die Zeitfenster, die man zur Verfügung hatte, ausgenutzt hat und ja, musste relativ viele Schnitte setzen. Und also frei von der Leber weg hat das auch da nicht wirklich geklappt. So, dann habe ich mir überlegt, was kann man machen? Und ich hatte habe einen Kellerraum zur Verfügung, der, wenn man die Tür aufgemacht hat, allerdings, also ich habe die Tür aufgemacht und da war Stopp, weil dieser Keller war komplett zugestellt mit alten Möbeln, eine Waschmaschine, ein Trockner, eine Kühltruhe, die nicht mehr funktioniert hat. Es war schon schwierig, da überhaupt Werkzeug zu finden. Man musste über diese ganzen Berge drüber steigen. Also dieser Keller, wie gesagt, ich kürze das jetzt an dieser Stelle ab, der war bis unter das Dach voll. Also für etwaige Projekte nicht zu nutzen. Das war uns schon lange ein Dorn im Auge. Und dann, ja, man braucht immer so eine Motivation. Und dann diese Motivation war, ich brauche einen Raum für mich alleine, um hier in Ruhe YouTube-Videos drehen zu können. Gesagt, getan. Projekt Keller angegangen. Versucht, ein paar Freunde zu aktivieren. Und da geht auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an einen Arbeitskollegen, mittlerweile auch Freund, möchte ich behaupten, Alexander Schütz. Du wirst jetzt hier namentlich mal erwähnt, weil Ehre wem Ehre gebührt. Ja, der Kollege hat sich nach Feierabend, nachdem er nach Hause gefahren ist, in sein Auto gesetzt und ist, eine Fahrzeit von einer Stunde ist es mindestens, nochmal zu mir gekommen und hat dann mit uns zusammen tatkräftig hier diesen Keller leergeräumt, hat mit angefasst. Und weil wie das immer so ist, bei Umzügen oder wo eine helfende Hand gebraucht wird, sind viele Menschen auf einmal wie Saturn-Verkäufer. Kennt ihr Saturn-Verkäufer? Ihr kommt in den Laden, seht den, rennt ihm hinterher, der ist nämlich rechts abgebogen, ihr geht auch in den Gang nach rechts und der ist weg. Ich weiß nicht, was die bei Saturn machen, ob die irgendwelche Klappen im Boden haben oder dieser Verkäufer ist spurlos verschwunden. Und so geht es dann in solchen Situationen auch mit Leuten, die man dann um Hilfe bittet, nach dem Motto, es müsste mal, oder könnt ihr mir mal kurz helfen, weil das und das steht an. Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Und deswegen nochmal Dankeschön an die Leute, die da mitgeholfen haben. Auch meine Kinder waren super fleißig, meine Frau, aber gut, die haben ja auch was davon und mein Kollege oder Kumpel Alex eben nicht und hat trotzdem mitgeholfen. Und das hat uns wirklich den Arsch gerettet. So, ich blende euch mal ein Bild ein, was wir rausgeschafft haben aus diesem Keller. Das ist nur ein Bruchteil von dem, weil wir haben, ich glaube, 4 Fahrten zur Müllkippe gemacht und einen jeweils vollen LKW, wie so ein Transporter halt, an Müll entsorgt. Also da war einiges, was da rausgeschleppt werden musste. Hat sich aber gelohnt, weil jetzt sind wir fast auf der Zielgeraden. Ich habe jetzt hier mein Studio in Anführungsstrichen eingerichtet, sitze jetzt hier, wir haben den Boden verlegt, ich mache nächste Mal so eine kleine Roomtour, falls euch das interessiert, ein paar Holzpaletten aufgestellt, wo noch Polster drauf kommen, die dann als Sitzgelegenheit dienen. Ich mache es mir hier so ein bisschen schön,
und bin, und das ist, darauf kommt es ja jetzt an, sehr ungestört. Ich sitze hier, die Tür ist zu. Ist natürlich immer noch gruselig, weil im Hausflur laufen natürlich auch noch Nachbarn durch die Gegend und man hat immer das Gefühl, einer von denen hängt mit dem Ohr an der Tür. Ja, da muss man irgendwann mal durch. Aber ich habe, wie gesagt, jetzt hier die Möglichkeit, mich zurückzuziehen und diese Videos zu drehen. Bedeutet, dass jetzt auch relativ zeitnah und relativ schnell sehr viele Videos kommen, die, wie sagt man das so, auf Halde liegen, ja, die so sich angestaut haben. Und zwar möchte ich nochmal auf so ein paar Sachen eingehen wie Bikepart Jantos. Da habe ich schon ein Video drüber gemacht. Da hat sich nämlich eine Menge getan. Zum Beispiel dieser Adapter, wo die Fronttasche dran kommt, der ist mir gebrochen während der Fahrt. Wir haben eine Fahrradtour gemacht, auf einmal hat es gescheppert und ich dachte so, boah, was für ein komischer Gullideckel, das hörte sich ja komisch an, bis meine Frau mir sagte, nee, guck mal vorne bei dir, deine Tasche vorne, die ist nach unten weggebrochen und lag jetzt auf dem Schutzblech und hat ganz komische Geräusche gemacht, weil hier ist ja auch noch eine Strebe dran, zwei, so hier, und diese Strebe ist komplett weggebrochen. Ich zeige euch das mal, wenn man das so sehen kann, ne? Das ist einmal abgebrochen. So, daraufhin habe ich ihm angeschrieben und habe dann rausbekommen, dass es wohl mehreren Kunden von ihm so ging, dass dieses Konstrukt, weil wenn man sich das mal von innen genau anguckt, ich weiß nicht, ob ihr das genau sehen könnt, das ist von innen hohl hier an dieser, da wo die Strebe drauf saß. Und gut, genauso wie hier auch, wenn ich das jetzt biegen würde, würde die wahrscheinlich auch irgendwann durchbrechen. Und ja, daraufhin habe ich ihn angeschrieben, wie das aussieht, ob er da schon Ideen zu hat. Und er hat mir geschrieben, dass er diese, dass es jetzt eine Version 2 davon gibt, die verstärkt wurde. Wie er das genau gemacht hat, ich denke mal, dass der Hohlraum innen entweder mit Metall ausgelegt wurde oder er ist halt nicht mehr hohl. Das weiß ich aber nicht ganz genau. Und diese Version hat er mir zugeschickt und die habe ich auch schon am Fahrrad montiert. Und bisher alles zu meiner Zufriedenheit. Aber noch cooler finde ich, das habe ich letzte Woche gesehen, dieses Teil gibt es mittlerweile aus Aluminium, meine ich. Ich muss nochmal auf die Internetseite gehen, ich habe das nur durch Zufall gesehen. Ich habe euch ja in meinem Video gesagt, dass er ständig Produkte weiterentwickelt und mittlerweile gibt es das Teil wohl richtig stabil aus Aluminium. Also da sollte gar nichts mehr passieren. Und diese Seite, sein Shop, entwickelt alle Produkte immer weiter, deswegen macht es Sinn, da regelmäßig mal nachzugucken. Fand ich eine richtig gute Geschichte. Jetzt habe ich habe nur Version 2, war erst am Überlegen, ob ich mir diese Aluminium-Geschichte auch besorge. Aber ja, never touch a rolling system. Also das Ding funktioniert ja jetzt. Warum soll ich da jetzt nochmal nachlegen? Sollte da mal irgendwas dran sein, dann werde ich mir natürlich auch die Aluminium-Version holen und dann wäre endgültig Ruhe. Weil ich finde diese Idee nach wie vor cool und jetzt sind die Materialien auch so ausgelegt, dass da eigentlich nichts mehr passieren kann. Also, wen das interessiert, Blick auf den Shop von ihm und ja, falls ihr Probleme mit der Vorgängerversion hattet, schreibt ihn an. Er ist da wirklich sehr, sehr umgänglich. Punkt 2, was zu dem Thema noch dazugehört. Und zwar kann ich euch jetzt leider, oder doch, ich blende euch mal ein Bild ein, wie derzeit das aussieht, wenn ich die Tasche vorne dran klipse. Nämlich das folgende Problem, dass die Lampe ein bisschen zu niedrig hängt. Das heißt, die strahlt nämlich genau auf den Deckel von der Tasche. Das ist natürlich nicht wirklich schön und dafür hat er mir dieses schmucke Teilchen hier geschickt. Das ist eine Verlängerung. Das heißt, ich werde die Lampe abschrauben, werde sie neu dran setzen. Das heißt, sie kommt im Prinzip einfach höher und kann dann über die Tasche hinweg strahlen. Wen das interessiert, ja, einfach mal die nächsten Videos mitverfolgen. Da werde ich das dann mal dokumentieren, wie das aussieht, wenn es eingebaut ist. Da mache ich jetzt kein extra Video zu einem so einem Teil. Das wird dann irgendwann mal irgendwo mit einfließen. Werdet ihr ja dann sehen. Das muss ich jetzt noch verbauen. Und er hat schon gefragt, ob ich ein paar Fotos davon machen kann für seinen Shop. Das werde ich natürlich dann auch zeitnah tun. Aber ihr seht, ich habe sehr viele Themen. Da kommen jetzt noch ein paar, wo ich euch was zu erzählen möchte, die jetzt nach und nach abgearbeitet werden müssen. Also ich habe relativ viel zu tun. Neben der Geschichte mit der Arbeit, die natürlich auch noch nach wie vor sehr viel Zeit frisst. Aber auch da wird irgendwann Ruhe einkehren. Die Jahreszeit verbietet es ja sowieso rauszugehen. Es ist relativ früh jetzt dunkel, es wird auch relativ kalt. Von daher, ja, die gemütliche Zeit kommt. Das heißt, ich werde auch genug Zeit haben, die Videos weiterzudrehen. Worum soll es denn dann noch gehen? Und zwar habe ich mir mehrere Sachen vorgestellt. Und zwar habe ich jetzt endlich die Aufnahmen abgeschlossen zu meinem Niederdruckreiniger, den ich euch ja versprochen habe. Also wie mache ich mein Fahrrad sauber? Die Sachen habe ich heute abgedreht. Das heißt, das wird wahrscheinlich das nächste Video sein, was jetzt bald kommt.
dass ihr euch da mal einen Eindruck machen könnt, wie man wunderbar sein Fahrrad sauber machen könnte. Da will ich jetzt sauber machen kann. Will ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen, weil das wird ja dann in dem nächsten Video behandelt. Gut, das ist Punkt Nummer 1. Dann das zweite, zeige ich euch das schon, verrate ich euch das schon. Ja, das Thema kann ich natürlich sagen. Es wird um das Thema Bike-Tracking gehen. Bei meinem Riese und Müller hätte ich damals einen, ich glaube RX-Chip nennt man das. Schlagt mich nicht, wenn es falsch ist, aber so ähnlich. Also da wird dann ein Chip in dem Fahrrad mit eingearbeitet, damit man im Falle eines Diebstahls das Fahrrad orten kann. Ich habe mich aber damals dagegen entschieden, weil ich das relativ teuer fand für das, was es kann, weil ihr habt keine App oder könnt selber überhaupt nicht nachvollziehen, wo ist euer Fahrrad. Also ihr meldet das Fahrrad dann als gestohlen. Und ich weiß gar nicht, ob Riese und Müller, so wie VanMoof das macht, sich dann auf die Suche begibt, um das Rad zu orten. Also ihr habt da relativ wenig Einfluss auf diese ganze Geschichte. Und deswegen habe ich gesagt, nee, das mache ich dann, wenn dann selber. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich zeige euch die mal eben. Und zwar Möglichkeit Nummer 1, und damit fangen wir an. Ich habe mir ein AirTag besorgt. Für alle die, kann man ein bisschen näher, so sieht das Ganze aus. Für alle die, die nicht wissen, was ein AirTag ist. Ein AirTag ist... Ja, nee, wir machen das anders. Ich mache zu jedem Produkt ein ausführliches Video, um auch das Produkt selber wirklich mal vorstellen zu können, wie es aussieht, was man damit machen kann und so weiter und so fort. Und stelle das dann hinterher im Vergleich. Weil es gibt noch ein zweites. Und zwar habe ich die Firma PowerUnity angeschrieben und dass ich mich für ihren Tracker interessiere. Und möchte gerne eine Videoreihe, in Anführungsstrichen Reihe, dazu drehen, ob sie mir einen Bike-Track mal zur Verfügung stellen können. Das haben sie auch gemacht. Natürlich unter der Voraussetzung, dass ich ein Video dazu drehe. Das mache ich natürlich auch, um dann meine Erfahrung mit euch dazu teilen. Das bedeutet, es wird ein Video zu dem AirTag geben, ein Video zu den Bike-Tracks. Das ist auch ein Tracker, falls euch das Produkt jetzt nicht sagt. Aber da gehen wir dann ganz spezifisch drauf ein. Und wenn beide Tracker in Anführungsstrichen verbaut sind, wird es ein drittes Video geben, wo ich diese beiden Systeme miteinander vergleiche. Ein Für und Wider. Das fängt schon beim Preis an, wo es einen relativ großen Unterschied gibt. Das eine ist relativ günstig, das andere ein bisschen teurer. Dafür kann es natürlich mehr. Und ihr müsst dann am Ende des Tages entscheiden, welches System von euch, von diesen beiden euch besser gefällt. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, dann seid ihr komplett informiert und könnt eine hoffentlich gute Entscheidung treffen. Ich werde natürlich zu allen Produkten auch immer genau das sagen, wie ich es bewerte, weil es kann ja auch sein, das weiß ich natürlich jetzt noch nicht, weil ich es noch nicht verbaut habe, es kann natürlich auch sein, dass das Produkt ein paar Schwächen aufweist oder auch der AirTag Schwächen aufweist oder im Vergleich zueinander, das eine ein bisschen schwächer ist als das andere. Aber da werden wir dann drauf eingehen, werde euch das für und wieder erzählen, was ich damit sagen möchte, nur weil ich halt das Ding habe ich mir sogar gekauft, die Bike-Tracks zur Verfügung gestellt bekommen. Nur weil ich den bekommen habe, heißt das nicht, dass ich den jetzt auch in den Himmel lobe. Ihr werdet sehen, wir gehen an dem Video nochmal genauer drauf ein. Das ist ja auch nur eine Vorschau auf das, was da kommt. So, ich habe mir hier so ein Notizzettelchen gemacht, damit ich nichts vergesse. Ach so, das ist auch noch so eine Geschichte. Und zwar ist das ein, ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt, ein Remarkable. Das ist so ein, iPad kann man jetzt nicht sagen. Kennt ihr E-Book-Reader, wo man Bücher drauf lädt, um sie dann, keine Ahnung, da könnt ihr Millionen von Büchern draufladen, um mit so einem kleinen Teil dann im Urlaub zu fliegen und die Bücher lesen zu können, ohne die ganze Bibliothek mitschleppen zu müssen. Und nach dem Prinzip hier funktioniert das auch. Das ist ganz cool, da kann man halt einfach so Sachen draufmalen, wieder wegradieren, was auch immer. Also quasi ein Notizblock, der unendlich ist. Das Ding ist richtig gut. Ich weiß nicht, wenn euch sowas interessiert, dann schreibt es mir mal in die Kommentare, dann mache ich da mal noch ein Review zu. Das habe ich mir mal irgendwann letztes Jahr gekauft und bin da richtig begeistert von. Hat natürlich nichts mit Fahrrädern oder Ähnlichem zu tun. Aber wie gesagt, ihr entscheidet, welcher Content hochgeladen wird. Wenn euch das interessiert, schreibt es mal einfach rein. Dann soll es das geben. Ich mache mir natürlich jetzt nicht die Arbeit, wenn das eigentlich keiner sehen möchte. Ich finde das Ding aber eigentlich ganz cool. Und ganz oft eigentlich gesagt heute, ne, ich muss erstmal wieder reinkommen. Ihr seht, also wenn man eine Pause macht von 4 Wochen, das merkt man natürlich. Also man erarbeitet sich ja mehr oder weniger auch langsam die Scheu, vor der Kamera zu verlieren. Wie man was, wo, wie redet, man lernt dazu. Und ja, so nach 4 Wochen
merkt man das schon, dass man da öfter ins Stottern gerät. Also ich werde hoffentlich, oder nicht hoffentlich, seht ihr, ich werde wahrscheinlich sehr viel schneiden müssen bei diesem Video. Aber auch da kommt der normale Flow wieder zurück, wenn ich erstmal dabei bin, die ganzen Videos abzudrehen. Gut, so, ich gehe einmal kurz drauf und gucke, ob ich irgendwas vergessen habe. Vorstellung zukünftiger Videos habe ich genannt. Rückblick habe ich gesagt, woran es liegt. Ich habe eine Roomtour kommt noch. Versetzung der Lampe, also sprich durch dieses Teil hier, habe ich auch erwähnt. Umbau Studio, ja, da werdet ihr noch ein paar Sachen sehen. Hier wird sich jetzt noch ein bisschen verändern. Die Wand hinter mir, dieses Weiße, das gefällt mir noch nicht so gut. Da kommt noch irgendwie, keine Ahnung, ein schönes Bild dran. Hier in diesem Regal werde ich noch ein paar Lampen aufstellen. Die Beleuchtung noch mal so justieren, dass sie mir zu 100% gefällt. Weil oben habe ich nur so eine ganz normale Neonröhre unter der Decke, die nicht wirklich viel Licht bietet. Deswegen habe ich mir hier meine ganze Studio-Equipment aufgestellt. Das sieht immer ganz, ganz lustig aus, wenn man es mal von der anderen Seite des Tisches sieht. Ich mach mal einmal die GoPro an, um mal zu zeigen, wie es aussieht, was ich sehe. Also nicht erschrecken, hier wird noch einiges passieren. Wir sind noch mitten im Rohbau. Die ganzen Lichter, die aufgebaut sind, die Kamera, die da steht, mein Kontrollbildschirm, das soll erstmal reichen. Genau, so, aus das Ding. Und wie gerade schon erwähnt, das nächste Video, was jetzt nach diesem folgen wird, ist der Niederdruckreiniger. Habe ich heute mal eine Aufnahme gemacht, wie das aussieht, wenn ich das Fahrrad sauber mache. Das werdet ihr als nächstes sehen nach diesem Video. Und dann geht es weiter mit den Trackern. Und danach habe ich auch schon wieder einige andere Ideen. Aber ich will nicht zu weit nach vorne greifen. Das soll erstmal für heute für euch einen kleinen Ausblick geben, was noch als nächstes folgt. Das hier heute sollte ja nur dazu dienen, euch eine kurze Erklärung zu liefern, warum zwischen dem letzten Video und heute so viel Zeit vergangen ist und euch einen Ausblick geben für die kommenden Wochen. Und ja, dann geht es auch kräftig auf Weihnachten zu. Ich habe heute das Okay von meiner Frau bekommen. Ich darf mir eine spezielle Sache kaufen. Da freue ich mich sehr drauf. Da nehme ich euch auch mal mit. Also nicht mit, wie ich es kaufe, sondern wenn ich es dann auspacke und benutze, verrate ich jetzt noch nicht zu viel. Das soll auch eine Überraschung werden. Da freue ich mich sehr drauf. Das werde ich jetzt im Laufe der Woche nochmal in Angriff nehmen. Und das kommt dann danach. Also seid gespannt. Es wird hier viel passieren auf diesem Kanal. Und jetzt, wo ich die Möglichkeiten habe, auch nach der Arbeit mich mal hinzusetzen, mal eben, was heißt mal eben, so ein Video dauert relativ lange, das mal zu produzieren. Aber jetzt habe ich die Möglichkeit, mich zurückzuziehen, das zu machen in aller Ruhe und vor allen Dingen, wann ich Zeit dafür habe, das ist ja das Wichtige. Und nicht zu gucken, wer ist zu Hause, wann ist wer wie zu Hause, habe ich dann überhaupt Zeit, habe ich Lust. Auch das spielt manchmal eine Rolle, wenn ihr kaputt von der Arbeit nach Hause kommt, weil weder Theater war oder was auch immer, ihr lange, lange, lange unterwegs wart, sich dann hier hinzusetzen und ein Video zu produzieren. Ich kann euch sagen, das ist manchmal auch nicht ganz so einfach. Wenn man es dann hinterher fertig hat, ist es immer cool, aber der Weg dahin ist auch mit Arbeit verbunden. Auch wenn es Spaß macht, darf man aber nicht vergessen, dass es auch Aufwand bedeutet. Und das kann ich mir jetzt aussuchen. Das finde ich richtig gut. Ich feiere das total. Ich freue mich über diesen Raum hier. Das ist so wie so ein Hobbykeller, den ich mir als Jugendlicher immer gewünscht habe. Jetzt kann ich das hier verwirklichen. Da kommen noch Poster an die Wände und, und. Also ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Und ihr habt ja auch was davon, weil jetzt geht es richtig los. Und ja, ich freue mich drauf. Macht es gut. Das soll es für heute dann auch gewesen sein mit diesem doch relativ kurzen Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.